Ach, er steht schon da. Guten Tag. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf den Zuschauern sagen, das Dach ist dicht, ansonsten wäre ja Glücksspiel unter offenem Himmel auch verboten. Lassen Sie mich ein paar Anmerkungen machen, fast alles schon erwähnt. Erstens, die Initiative des Bundesgesundheitsministers und dieser Koalition, den Gesprächsfaden mit der Pharmabranche nach einer ganzen Legislaturperiode gemachte Erfahrung mit dem Amnok qualifiziert wieder aufzunehmen, war gut und folgerichtig. Diesen Faden fortzuspinnen, erscheint mir genauso angezeigt, wie es mir ratsam erscheint, ebenfalls eine geeignete Gesprächsebene mit dem Hohen Hause selbst in dieser Frage zu entwickeln. Lassen Sie mich zu einigen Punkten kurz was sagen, weil angesprochen worden ist, dass das Gesetz, Frau Kollegin, eine andere Fassung heute hätte als damals bei der Einbringung. Das finde ich auch richtig so, denn sonst würde man ja sagen, parlamentarische Beratungen haben gar keinen Wert. Und die Punkte sind auch ein bisschen schwieriger, als sie sich manchmal zu ergeben scheinen. So haben wir heute zum Beispiel keine, Sie haben darauf hingewiesen, Preisvertraulichkeit mehr. Die forschende Industrie sieht darin einerseits Wettbewerbsnachteile auf internationaler Ebene sowie auf der anderen Seite den Weg zur Eindämmung des versorgungsgefährdenden Parallelhandels verbaut. Andere feiern es, wie gehört, als Gewinn für mehr Transparenz. Und ich darf mal zitieren aus der Einbringungsrede vom November. Da haben die Kolleginnen und Kollegen von der Linken eine zutiefst antieuropäische Einstellung des Ministers gar vermutet. Natürlich mit Unrecht. Ich darf ihn mal kurz zitieren mit Genehmigung der Frau Präsidentin. Eine für die Fachöffentlichkeit zugängliches Verzeichnis mit Listenpreisen und entsprechenden Rabatten existiert, bis auf die deutschen Erstattungsbeiträge, bisher leider nicht. Zitat Ende. Wissenschaftliches Institut der AOK. Und wenn Sie aus der Anhörung, die Sie sicherlich verfolgt haben, mitbekommen haben, hat Frau Dr. Vogler als Einzelsachverständige wie folgt ausgeführt. Immer mehr europäische Staaten sind dazu übergegangen, vertrauliche Rabatte zu vereinbaren, um der Bevölkerung Zugang zu den hochpreisigen Medikamenten zu gewähren. Das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wir haben 2011 eine Erhebung in unserem Behördennetzwerk gemacht. Damals haben 25 von 31 Ländern gesagt, dass sie vertrauliche Rabatte bei bestimmten Produkten haben. Ja, also, Vertraulichkeit ist die europäische Realität und nicht die europäische Ausnahme. Und das ist das, was auch die Industrie sagt, wo sie eine Wettbewerbsverzerrung vermutet. Man kann es anders sehen. Aber bitte nicht behaupten, dass wenn das, was in Europa gemacht wird, von anderen verlangt wird, dass das antieuropäisch sei. Und lassen Sie mich noch einen Punkt dazu sagen. Man muss sich dann natürlich auch überlegen, wenn wir für so viel Transparenz sind. Ich habe das ja gerade gehört, auch von einem Herrn Professor gerade eben am Mikrofon. Geheimpreise hat er gesagt. Wenn wir das so apodiktisch meinen, das können wir ja meinen, darüber können wir ja reden, ich finde es gut, dass wir darüber diskutieren, dann ist doch die Frage, was machen Sie denn, wenn Sie sagen, wie ich vorhin gehört habe, in der Apotheke müsste der Patient wissen, was es kostet. Das sei für den Therapieerfolg also ursächlich. Wieso kriegt er dann keine Kenntnis über die Rabattpreise? Warum weiß die Kasse A nicht, was Kasse B bei einem gewissen Wirkstoff mit der Kasse A oder Kasse B jeweils gegenseitig für einen Rabattvertrag vereinbart haben? Da haben wir doch die Vertraulichkeit. Und bitte schön, nicht auf der einen Seite die Vertraulichkeit heilig sprechen und auf der anderen Seite einen solchen Ansatz verdammen. Ich stelle das nur dar, damit man sieht, dass man sehr vernünftig auch in der Sache über die Punkte streiten kann. Aber sie eignen sich sicherlich nicht, Frau Kollegin, zur versuchten Stigmatisierung. Ein anderer Punkt ist die Frage der Geschichte mit dem Verzicht auf Ausschreibung bei Impfstoffen. Da rennen Sie bei uns offene Türen ein. Wir waren immer dafür. Kollege hat vorhin darauf hingewiesen, Kollege Henke, sag's doch mal, der Heiko Schmelzle, der früher bei uns diesen Punkt gemacht hat und ganz wesentlich auch dafür sich eingesetzt hat. Heute ist er wohl bestallter Bürgermeister. Ich glaube, der hätte sich ganz besonders gefreut, dass es zum Durchbruch kam. Ich glaube, aus Gesamtsicht ist es richtig,
dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich besser und verbessert impfen zu lassen, dass wir die Impfquote, Sie haben es angesprochen, Frau Kollegin, von 35% bei Grippe, wie die WHO empfiehlt, auf 75% anheben sollten. Dies ist ein Weg, das jetzt zu tun, weil auch die produktionsspezifischen Eigenschaften bei Impfstoffen diesen Weg für angeraten erscheinen lassen. Ich halte ihn für richtig. Wir sollten ihn also auch gemeinsam gehen. Ein letztes, die Streichung der Umsatzschwelle, weil das angesprochen worden ist. Auch hier, lassen Sie mich sagen, ich glaube nicht, dass es sich zur Stigmatisierung eignet. Wir haben sehr bewusst auch über diesen Punkt ja ganz offen miteinander geredet. Natürlich ist es so, dass das Preismoratorium die mittelständische, aber auch die andere Industrie im Pharmabereich ganz massiv betrifft. Das ist eine Situation, die kann man nicht unbegrenzt fortschreiben. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass man Signale setzt, wo man sich auch entsprechende Verbesserungen noch wünscht. Und natürlich hat das erste Jahr als Zugang zum Markt Bedeutung für forschende Industrie, für neue Arzneimittel. Und da kann man sich nicht so schlank hinstellen und sagen, alles Mondpreise. Alles zulasten der Versicherten. Nein, kann man nicht, gnädige Frau. Und man kann das jetzt auch nicht weiter ausführen, weil wir sind deutlich drüber. Einen letzten Satz. Sagen Sie mir bitte, was aus Sicht der Linken Heilung kosten darf. Der Wirkstoff gegen Hepatitis C gibt Hunderttausenden Menschen auf der Welt eine Chance auf Heilung und nicht auf Chronifizierung. Dieses ist an Geld doch gar nicht zu bemessen. Und wenn wir die Forschungsschwerpunkte auch hierauf lenken, auf Heilung und nicht auf Chronifizierung, dann haben wir auch hier im Sinne der Versicherten, der Patientinnen und der Patienten ein wirklich gutes Werk getan. Und auch das spiegelt sich in diesem Gesetz wieder. Vielen Dank. Danke, Herr